Aber wenn es einfach nur Geräusche und keine Worte sind, Mann. So, das war bei den Choose a Weapon Game News. Wir schauen uns die Woche vom 26. Juni bis zum 2. Juli an. Und ich hatte einen wunderbaren Joke mit Sommerloch vorbereitet. Das war alles, war wunderbar in meinem Kopf. Und jetzt kann ich ihn nicht mal bringen, weil mehr Games rauskommen als in manchen Zeiten, wo man erwartet, dass viele Games rauskommen. Es kommt ein bisschen was raus. Am Dienstag, den 27.06. geht's los mit The Golf Club 2. Das ist auch so ein Spiel, was Donald Trump gefallen könnte. Für PC, PS4 und für die Xbox One ist ein Golfspiel. Ich kann, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. Es gibt Creator-Tool, mit dem man Kurse erstellen kann, was für Golffans sicherlich wunderbar ist. Ansonsten wird es wahrscheinlich für die meisten nicht so interessant sein. Dann geht es am Freitag, den 30.06. weiter mit Valkyria Revolution. Das ist ein Spin-off von der Valkyria Chronicles Serie und es spielt sich ein bisschen anders, kommt für die PS4, für die Vita und für die Xbox One raus, ist in Japan schon eine ganze Weile raus. Ist ein Action-RPG mit Strategie-Elementen und eben im Anime-Stil. Also muss man mögen, aber für Leute, die es mögen, auf jeden Fall mal einen Blick wert. Sieht sehr nice aus. Und ebenfalls am Freitag gibt es noch was Interessantes, meiner Meinung nach. Crash Bandicoot Insane Trilogy, exklusiv für die PS4. Wie Crash Bandicoot eben schon immer gewesen ist. Ist ein Remaster der ersten drei Teile, also Crash Bandicoot, Cortex Strikes Back und Warped heißen die. Und sieht nice aus. Also ein bisschen aufpoliert, natürlich auf neue Optik gemacht. Ist leider nicht von Naughty Dog entwickelt. Also ist ein anderer Entwickler, der aber mehr als genug Spiele gemacht hat. Die haben auch Skylanders schon gemacht. Das heißt, die haben Erfahrung. Deswegen denke ich, dass sie das Spiel ganz gut hinkriegen. Auf jeden Fall Retro-Feeling. Und es ist natürlich mal wieder Ziel, Dr. Neo Cortex auszuschalten. Ich denke, zu dem Game muss man nicht sagen. Legendäres Spiel der PS1-Ära und macht immer noch Laune. Wir gucken, was bei den Indie-Games so gibt. Indie Now. Bei den Indie-Games kam die Woche jetzt nicht so viel raus, weil naja, es waren Steam-Sales und da kommt normalerweise auch nicht so die super geilen Spiele raus. Ist mal so Tradition. Außerdem, weil es Steam-Sale ist und ihr wahrscheinlich eh keine Kohle für Indie-Games übrig habt, haben wir dieses Mal nur ein kostenloses Spiel und das heißt Reap. Ja, es ist im Prinzip so ein grafisch sehr simples Survival-Game, irgendwie 2D, Top-Down. Aber alles ist prozedural generiert. Ihr stürzt irgendwie auf einen Planeten ab und dann müsst ihr da eben minen und irgendwie Futter anbauen, bis er da wieder wegkommt. Klassisches Survival-Game eben und prozedural generiert, wie gesagt. Also jedes Spiel ist da anders. Sehr cool, meiner Meinung nach. Gibt es nur auf Windows leider und Link ist unten in der Beschreibung. Ist irgendwas mit News, glaube ich. Wir schauen, was newsmäßig die letzte Woche so passiert ist. Madwurst ist nicht da, der ist in den Brunnen gefallen oder so. Ja, wir bleiben dabei. Der ist in den Brunnen gefallen. Spontan ist immer das Beste. Sega Forever, für alle, die auf Retro-Klassiker stehen und vor allem auf die Sega-Ecke. Für die gibt es was Tolles und zwar Retro-Klassiker auf dem Handy, also auf Android und iOS. Eben mit besagter App kann man diese Spiele mittlerweile spielen, umsonst, wenn man nichts gegen Werbung hat oder für einen kleinen Preis von knapp 2 Euro, glaube ich, für die Premium-Variante, wo dann eben keine Werbung mehr dabei ist. Mittlerweile haben sie die ersten 5 Spiele, soweit ich weiß, online gestellt. Ist unter anderem natürlich Sonic the Hedgehog dabei, Altered Beast und Comic Zone und noch 2 weitere. Also auf jeden Fall interessant, falls ihr auf Mobile Gaming steht, hat auch Controller Support, Cloud Saving, das heißt all das gute Zeug, was man eigentlich haben will, schaut's euch mal an. Und für alle, die es noch nicht gemerkt haben, ja, Steam Sales sind, ja, seit dem 22. Juni sind die jetzt eben schon und bis zum 5. Juli, ja, die Zeit des Jahres, geben all das Geld zu geben, was ihr so gerade rumliegen habt irgendwo. Wirft auf den Monitor und guckt, was für Spiele rausfallen. Wie so oft gibt's auch dieses Mal wieder so eine Art Metagame während des Sales. Ja, und da geht's eben dieses Mal darum, Sticker-Alben zu voll zu machen mit Stickern, die man kriegt, indem man eben bestimmte Sachen tut, zum Beispiel Activity Wall anschauen. Hab noch nicht so ganz verstanden, was man dann damit macht, außer die anklicken und sie dann anzugucken. Versteht es irgendjemand? Ich weiß es nicht. Passt auf eure Geldbeutel auf, Steam Sales immer wieder. Haben wir wieder was gelernt diese Woche, das war's von uns. Wir sehen uns nächste Woche. Haut rein! Uff, die 90er, Mann. Das war nicht mal 90er, das war Anfang 2000. Ja. Das ist nicht mal meine Entschuldigung. Klassisches. Also, es geht nicht. Da geht nichts raus, Mann. Da geht nichts raus. So, du kannst nicht über alles mit Entschuldigung. Ach so, es waren die 90er, Mann. Wir haben Clowns getötet. Was willst du machen? Genau. Gib Half-Life 3 zum Sommer her. Ich verstehe auch nicht, was es sollte mit diesem Stick, aber okay. Aber der soll schon mal Half-Life 3 geben. Der sollte Half-Life 3 geben. Das waren die 90er, Alter, was soll ich machen? Damals hat man halt Trump-Brettspiele gehabt, Mann. Keiner hat es irgendwie gekauft.